Yes! Ihr wisst ja, ich liebe Kaffee. Aber Koffein alleine reicht manchmal einfach nicht. Was? Just Legends ist mehr als nur ein Booster, sondern ganzheitliche Gaming Nutrition für Wachheit, Konzentration, aber auch für Erholung, als Drink und sogar Snacks. Ich trinke ja auch gern mal einen Energy Drink, aber Just Legends bietet da einfach mehr. Eine größere Geschmackspalette, stetig neue Sorten, es ist auf Dauer günstiger, keine unnötige Übersättigung mit Koffein und es enthält viel weniger Zucker. Eine Dose hat ca. 50 Portionen, das reicht eine ganze Weile. Einfach einen Scoop in den Shaker, ich nehme mal etwas weniger, weil mir das vollkommen reicht und es dann länger hält, Wasser dazu, mein Tipp, mit Eiswürfeln wird es nochmal doppelt so geil, shaken und fertig. Nochmal ein wichtiger Hinweis, wenn ihr jünger oder etwas kleiner seid, nehmt lieber ein bisschen weniger als die maximale Tagesdosis. Liebt euren Körper, denn ihr habt nur einen. Oh. Achtet auf eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise und dann passt das alles schon. Ich empfehle euch die Probierpakete mit dem Gratis-Shaker. Da habt ihr alles dabei, um es mal zu testen. Und mit dem Code ZEF bekommt ihr 25% Rabatt. Aber nur bis 22. Juni, also klickt ja mal auf den Link. Und testet euch durch. Ey, so frisch geboostert, ne? Da traue ich mich sogar hier ran. Ein ganz herzliches Willkommen heiße ich euch zurück zu The Joy of Creation Story Mode. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich hatte keinen Plan, was ich heute spielen soll. Ja, ich muss sagen, ich schätze mal, das würde euch auch 2022 immer noch ein bisschen begeistern, weil es ist nach wie vor eins der beliebtesten und wahrscheinlich besten FNAF-Fangames jemals. Da kam kaum was ran. Und ich würde sagen, ich versuche mich mal erneut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es durchspielen kann. Wahrscheinlich bin ich einfach zu unfähig. Aber die ersten 2-3 Level, die gehen mit Sicherheit. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und mir viele Daumen nach oben, nicht wahr? Hello? What are you doing in our house? Yes, yes, he's okay. Don't worry. He just seems, confused. Excuse me, sir, can you tell me your name? Look, man, if you won't talk, I'm calling the police. You can't just barge into someone's house like this. Are you hurt? Do you need any help? Honey, what's going on? I don't know. This man suddenly appeared in our house. They thought I'm the one with the but I don't know. Michael! What? My name, it's Michael. I'm Michael. You asked me that before. Dad, Michael kind of sounds like you. Excuse me, just what are you doing in our house? The sun's about to go down. I don't think you should be here. I was just saying that. You look a little bit roughed up. What happened to you? I don't know. I can't remember. I'm sorry, but I just don't know. Michael should get up. The floor is bad. Daddy, can we help Michael? Nighttime is coming. It would be bad to leave him outside. I guess. Can you stand? I think so. A bit. I just feel a bit dizzy. Yes, dizzy. Come on, man. Tja, ein merkwürdiger Fremder mit Namen Michael kommt unerwartet als Besuch in die häusliche Friedsamkeit hereingeschneit und wir starten Operation Hosenscheißer. Als kleines Kind ist unser Protagonist noch im Bett und wird seinerseits ebenfalls besucht von den kleinen Ohrläppchenknabberern hier vom Dienst. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, wie wir das Ganze hier lösen müssen. Spacebar, um hochzustehen und mich hinzusetzen. Linksklick, um zu interagieren. Ich glaube, da gab es so Vorhänge, die man zuziehen muss, oder? Und wenn ich hochschaue und sitze, dann schlafe ich. Ich glaube, so progress die Zeit? Ich weiß nicht. Wir müssen es irgendwie herausfinden, was wir mit den Animatronics machen. Das wird uns natürlich nicht gesagt. So ein Ding ist das. Okay. Let's go. Oder vielleicht wird es uns doch gesagt. Hello, Nick. Ja? Hey, little Nicky, it's me, Michael. Hey, don't say anything back to me, okay? There are monsters around that'll hear you if you do. Now, don't be scared, okay? Listen to me. Ich hör zu. Monsters, all right? Okay, so these monsters might look surreal. Don't look at them too long or you'll feel weird and see creepy things. Okay, ich soll sie nicht zu lange angucken. On your desk lamp next to your bed. You'll feel safe there. The
Die Lampe beruhigt mich. Scary monsters, the worse you'll feel. Alright? Alright. Okay, first things first. Ja. Freddy, the fuzzy brown bear. Freddy. He's at the window, Nick. He'll peek inside. Close your curtains and keep them closed until you hear him leave, or else he'll get inside. Alles klar, Freddy, Vorhänge zu. Bonnie, the ill-tempered big purple bunny. Keep an eye on your door. He'll be there. He's not shy at all. Ich glaube, Bonnie ist da. The door to let you know he's there. Once he opens the door, shut off the lights as fast as you can. He can't see you well in the dark. Okay, Licht ausmachen, wenn Bonnie da ist. When you do that, right? Okay, then there's the chicken. Ja. That one's a little bit weird. Chica, wahrscheinlich hier. If she's peeking through, make sure to disable the lights. She doesn't want to be seen, but ignoring her doesn't help either. If she does catch you with the lights on, she'll scare you and stun you. Okay, sieh auch das Licht aus? I know this is a lot to take in, little Nicky, okay? Just listen to okay, vielleicht habe ich das mit Bonnie nicht konkret verstanden. Ich mach erstmal bei beiden das Licht aus. He'll be right beneath your bed, Nick. You'll hear scraping from the bottom of the crib when he's there. Be watchful if you see his hook on the back of your bed, because soon enough he'll be right there next to the bed. Okay, Foxy ist unter dem Bett. Don't look directly at him, Nick. Instead, pretend to sleep. Ah, okay. Just lie down without moving. Alles klar. Die Nacht geht schon voran. Close your eyes. Bei Foxy muss ich so tun, als ob ich schlafe. Eyes as if they're big, bright spotlights. Okay, ja, so ja, if you pretend to sleep, he won't know you're there anymore. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Wir werden das einfach ausprobieren. Wir gucken, dass wir alle vier Animatronics managen können. Das Spiel ist recht schwierig. So if you see him peeking, close the curtains until he's gone. Bonnie will knock on the door and open it afterwards. Disable the lights and sit down. Ja. Chica will try to stun you by scaring you. So if you see her peeking through the closet, shut off your lights and don't pretend to sleep. She'll think you're gone. Okay. Foxy will appear under your crib and move. Ja, alles klar. Also bei beiden das Licht ausschalten. Ich muss es aber anlassen erstmal, um mich zu beruhigen. Ich weiß nicht, Chica, glaube ich, tötet mich nicht, die stunt mich. Ja, natürlich. Na klar. Die Hand Gottes wird sie richten. Wir haben das bereits geklärt. Ich glaube, im gestrigen Video. Ja, sehr schön. Nice! Es geht noch! Wunderbar. Batterie ist nicht leer gegangen über all die Jahre. Gut. Sollte ich mich hinsetzen oder? I don't know. Am besten, ich schlafe halt gar nicht. Also, bis ich nicht den Haken sehe. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht beruhigt mich Schlafen auch? Ich habe keinen Plan. Ich brauche hier eine Übersicht. So, hier Geschützturm-Modus aktiviert. Okay, das war doch... Von da kommt Bonnie hier, richtig? Oh Gott. Halt, for real? Ich sitz oder lieg oder wie auch immer. Oh, ich kann auch vorrücken. Also ich habe so eine bouncy Gummibeine, Alter. Ich hänge wie auf Sprungfedern, lol. Okay, verstehe. Nee, hab ich begriffen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte lieber hier sein. Weil von hier aus kann ich die Vorhänge greifen. Genauso sieht's aus. Ich ziehe mich gerade um. Ah! Hallo? Man guckt nicht hier beim Baby. Man guckt überhaupt nicht bei Leuten hier rein. Du Ferkel, Alter. Da war ein Knopfen. Da war ein Knopfen. Ein Knopfen, Mama. Der hat geknopft. Der kommt ja nicht. Was ist los mit dem? Okay. Ich sehe, okay. Ich habe das Spiel ein bisschen dunkler in Erinnerung. Es ist um 1. Wir werden langsam nervös, Alter. Rotz und Wasser schwitze ich in meine Maus. Aber wir werden das durchziehen, Alter. Ich bin voll auf Zack. Ich bin ultra konzentriert. Und ich habe Just Legends im Blut. Hi. Licht ist aus. Du kannst ja auch nichts machen. Ich habe das vergessen, wieder anzumachen. Ich weiß nicht. Ich sollte das, vielleicht in Erwägung ziehen, dass ich das immer mal anhab. Ja, ein bisschen sehe ich das schon mehr, aber so richtig viel bringt es halt auch nichts, ne? Okay. Ich bin mir nicht sicher, bei Foxy... Shit. Bei Foxy soll ich das Licht ausmachen, oder? Ich habe keinen Plan. Das war krass.
Du gehst, Chica! Das heißt, da war Bonnie. Das ist anders, als ich das gedacht habe. Das Problem ist... Ja, der ist da. Ich glaube, er ist weg, oder? Nein, er ist nicht weg! Er ist infekt näher rangekommen. Ich hoffe, diesen Blick nicht, diese Vorhänge. Okay, jetzt ist er weg. Wenn er so komisch rumheult. Aber... Das Katzen von Fuchsi? I don't know. Ich sehe halt keinen Haken. Ich habe es nur gehört. Er hat gemeint, wenn ich den Haken sehe, dann steht er gleich neben dem Bett. Haken. Mr. Tentakel. Die Haken! Ist er weg? Och, Digga. Digga, ich hab Angst. Okay, der Haken ist weg. Okay, ich sitze. Kein Plan, Digga. Guckt jetzt hier alle paar Stunden mal rein, ob hier irgendwas ist und wird dann enttäuscht. Was für ein Leben, Alter. Was für eine Scheißnacht. Wir müssen die haben. Eigentlich versau ich den immer so ein bisschen das Leben, ne? I mean, I like. Komm, hau rein, Alter. Zieh die Kusche rein. Ja, sehr schön. Perfekt. So. Einfach zuhalten, Seth. Ich glaube, ist er reingekommen? Es war noch nicht dieses Heulen. Ach, komm schon! Meine Fresse. Ja, ja, du mich auch, Alter. Okay, ich muss mal das Licht anmachen. Ich glaube, da ist ein Indikator. Das leuchtet jetzt gelb statt grün. Ich darf nicht so lange im Dunkeln sein, sonst, Oh, shit! Okay, das war knapp, Alter. Die Sounds und die Animationen in dem Spiel sind halt großartig, so. Okay, ich muss hier sein. Licht wieder an. So ein wenig zur Beruhigung. Ich glaube, das habe ich immer nicht gecheckt. Ich habe, glaube ich, immer das ganze Ding ausgelassen. Kommt's? Ich zittere, es fängt schon an. Komm schon. Hau ab! Komm, let's go! Okay, ich muss es anmachen. Oh, ich krieg hier die übelste Rastung. Ich kann an alle vier Bettenden gehen. Hab ich jetzt noch eine Chance? Kann ich mich beruhigen? I don't know. Ich hoffe, das reicht noch. Ich guck doch ins Licht. Ist doch süß hier. Ist doch alles cool, Alter. Die Straße. Ah! No! Ich höre auch nicht. In Ordnung. Oh shit. Ich habe immer mehr Angst. Ah, ich darf es gar nicht so weit kommen lassen, dass ich hier ausrast. Meine Herzfrequenz steigt ins Unermessliche. Kommt nicht! Kommt nicht, Fragezeichen? Oh nein, oh nein, 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 nein. Oh oh. Aus, komm schon. Komm schon! Ich lasse so lange zu, bis er geht. Das war die Bewegung nach vorn, das war nicht das Heulen. Oder muss ich immer mal... Das ist jetzt doof! Warte mal, Chica reagiert nicht auf... Ah! Fuck! Doch! Sie reagiert! Und wie sie reagiert, Alter! Ich höre nichts. Oh Gott, jetzt hab ich übel erschrocken, ey. Kann ich das Licht anmachen? Komm ran! Hau ab! Ich muss pennen, Alter! Mach los! Mach dich weg! Shit. Oh, was passiert? Holy shit! Okay. Schlaf dich aus. Ich glaube, so kann ich mich heilen, ne? Na, das wird nicht besser. Wie mache ich das denn? Oh Kacke, da ist. Ich hab's gesehen. Oh shit.
auch! Das ist so dumm! Boah, es ist doof! Oh! Hab ich's geschafft? Wait. Ich bin gestorben, ne? Warte, ich bin gestorben! Chica can't kill you if you're calm. Oh, die tötet mich aber, wenn ich am Durchdrehen bin. Oh, verstehe. Okay, was für eine coole Sequenz auch. Damn. Ja, oh. Ja, ist okay. Okay, ich glaube, die beste Strategie ist, hier hinten an der Ecke zu schlafen. Weil Bonnie hört man klopfen, sie hört man auch, am Fenster hört man auch, man sieht hier den Haken. So, von daher, ich weiß nicht, warum mein geistiger Zustand sich irgendwie so weit verschlechtert. Aber ich versuche jetzt hier die ganze Zeit irgendwie zu schlafen, das Licht anzuhaben. Soweit wie es halt geht. Okay. Ich muss den wegmachen. Da war das Katzen. Okay, Foxy kommt jetzt gerade zum ersten Mal. 3, 2, 1. Okay. Du bist weg. Den Haken sehe ich noch nicht. Ich höre Melodie. Deswegen. Ist Chica? Ich darf nicht schlafen. Ich muss mich erst hinpflanzen, wenn ich den Haken sehe. Von daher, solange macht Foxy halt nichts. Okay. Ich bin schon wieder ziemlich am Durchdrehen. Am Fenster ist was los. Ach, verdammt. Man hat auch keine Zeit mehr. Ah! Fuck! Das ist das Ding so, Alter. Ich kann auch nicht aufstehen. Boah, Alter! Doch nicht so leicht. Egal, das mit dem geistigen Zustand? Bäh. Das funktioniert aber auch nicht so. Ich habe jetzt permanent geschlafen und das Licht angehabt, soweit es halt ging. Aber ich raste hier komplett aus, Alter. Ich fange schon an zu zittern, es ist gerade mal um 2. Aber auch erst geworden. Guck mal, es ist orange. Ich bin mir nicht sicher, was ich genau falsch mache. Ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Der beruhigt sich nicht. Hä? Oder darf ich zwischendurch nicht schlafen? Okay, ich glaube, Foxy ist wieder weg. War ein Klopfen? Ist aber niemand reingekommen. Okay, niemand steht da. Ich muss zum Fenster! Schwinde! Verschwinden Sie! Ich darf die halt auch nicht angucken, ne? Das ist so doof. Ich muss zumachen. Okay, Gott sei Dank. Okay, ich brauche Licht. Es ist nicht mal um 3. Goddammit. Wie soll ich das machen? Ich verstehe es nicht. Wie habe ich das damals geschafft? Da habe ich aber auch mehr als eine Folge für gebraucht. Der Herzschlag wird immer schneller, das bringt überhaupt gar nichts. Das bringt nichts. Ich kann damit aufhören, mit dem Schlafen. Ich sehe nur nichts. Ja, ist gut, ich auch. Same hier. Kommt jemand rein? Licht ist aus. Ist alles cool. Oder ist das vielleicht einfach nur eine eingebaute Schwierigkeit? Oh no. Oh no. Oh, verschwindet doch alle. Hier gibt's nichts. Keine Gratis-Pizza. Wenn, dann wäre sie weg. Ich schwöre. Ich muss zumachen. Ich muss jetzt. Hör ich was? Okay, ich höre was. Ich sehe nichts mehr. Die Lampe hilft auch gar nicht. Es ist um 3. Es ist nicht mal ansatzweise vorbei. Was mache ich, um mich zu beruhigen? Man hört es so schwer. Ich sehe auch nichts. Kam gerade jemand rein? Ich will es ehrlich gesagt nicht rausfinden. Jetzt. Nein. Es ist niemand da. Es ist gar niemand da. Das ist super doof. Jetzt sind sie wieder beide hier. Oh, come on. Schwinde doch. Nein, ich
will ich nicht! Das ist das Ding! Wie sorge ich dafür, dass ich ruhig bleib? Weil die Lampe bringt's nicht, schlafen bringt's nicht. Ich muss mir den Typen nochmal anhören. You can't regain any lost sanity back. Okay. Ich kann sie nur aufhalten. Aber wie? Nur mit der Lampe? Also ich darf sie so wenig wie möglich aushaben, glaube ich. Fühle mich wie so eine Motte, die ganze Zeit das Licht anstarrt, in der Hoffnung, irgendwelche Wunder mögen geschehen. Ich verlasse mich nur auf Audio-Cues. Und ich glaube, meine Sanity ist noch okay. Ich darf die halt einfach nur nicht angucken. Das Ding ist, ich habe gelernt, Chica reagiert nicht, ob ich im Bett sitze oder nicht. Das ist für sie egal. Das ist super gut zu wissen. Ich glaube, bei Bonnie war's. Bei Bonnie ist es nicht so. Noch sind sie beide da, jetzt sind sie beide weg. Okay. Ich glaube, okay, ein bisschen ist die Sanity runtergegangen. Aber ich kann halt auch, solange Chica bleiben will, bleibt sie halt. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt kratzt wieder Foxy. Der liegt die ganze Zeit unter dem Bett, fragt sich, ob da oben irgendwas ist. Gibt es eine Welt außerhalb von unter dem Bett? Eine Welt mit Essen? Eine Welt mit Kindern? Nein, ich glaube nicht. Alles ruhig. Ist klar. Okay. Manchmal klopft Bonnie zweimal, aber ich bin wesentlich besser. Wenn ich das Licht anstarre permanent, geht's mir gut. Also, so wie es einem Säugling in dieser Situation gut gehen kann. Oh, shit! Ich darf nicht so viel quatschen. Nein! Das kann nicht sein! Ach, come on! Ah, fuck! Das ist das Ding, Alter! Ich kann aber auch nicht riskieren, jedes Mal dabei das Licht auszumachen, weil dann sterbe ich auch. Aber okay, ich habe jetzt eine Strategie. Ich weiß jetzt mehr und solange man mit diesem Rüstzeug gewappnet ist, dann kriegt man das, glaube ich, hin. Das war Bullshit. Das war wirklich, come on. Also drei auf einmal ist komplette Katastrophe. Sowas sollte das Spiel eigentlich ausschließen. Weil da kannst du nicht mit umgehen. Dein Mund, Michael, Alter. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Ich muss schlafen, weil Foxy da ist. Ich darf aber nicht schlafen, weil Chica auch hinter der Tür steht. Das ist, wie soll ich das machen? Die geben einem halt ein bisschen Zeit. Aber wenn die super konkret zusammenkommen, hat man keine Chance. Digga, es ist um 5. Ich sitze hier und hab die Hosen voll. Es sind vielleicht noch so 2 Minuten oder so. Oder anderthalb. Ich bin mir nicht sicher, aber ich drehe auf jeden Fall gleich durch. Ich muss so viel wie möglich das Licht anmachen. Ich hoffe, dass Chica und Bonnie nicht so oft kommen. Das bricht mir halt echt das Genick. Foxy ist gar kein Problem. Der kommt super selten. Ein-, zweimal die Nacht. Das ist das Problem. Ah! Komm, hau ab. Bewegt sich weiter. Komm. Solange ist dunkel. Nice. Das schaffe ich. Diesmal schaffe ich's. Ich darf jetzt bloß nicht mehr irgendwie lange jemand behelligen. Aber wenn Foxy jetzt nochmal kommt, wäre das tot, glaube ich. Das halte ich nicht aus. So psychisch. Also auch in real life nicht. Oh, nee! Lass es doch bloß fake sein. Da ist er wieder. Ist es geschafft? Holy shit! Oh! God damn it. Ich dachte, es dauert noch ein bisschen. Das hätte jetzt mein Ende sein können. 2 years of Five Nights at Freddy's. Brand new behind the scenes screenshots. Yeah, cool. Die erste Nacht
Normalerweise ist sie nicht die schwerste, aber das Spiel ist schon sehr, sehr herausfordernd. Ich glaube, ich habe es nie weitergespielt als bis Nacht 3. Die Level sind immer anders. Das heißt, es gibt gameplay-technisch Abwechslung. Ich habe jetzt hier eine Stunde für gebraucht, tatsächlich. Aber, liebe Leute, ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und, jo, wir sehen uns, wenn ihr Bock drauf habt, in der zweiten Erinnerung wieder. Bis dann, haut rein und macht's gut.